Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Machen wir Pause. Achtung, Sheriff. Sicherheitsverstoß in Sektor 12AB. Zack. Haha. So, das habt ihr jetzt davon. Idioten. Okay. Wieder auf die Leuchtfackeln umschalten. Was? Wer ist gut fürs Herz? Ach, ihr seid das wieder. Hier, die schnellen drei. 2, 3. Oh, nein. Nein. Moment. Nein. Hört auf. Und noch eins. Jetzt könnte ich mal ganz kurz nachladen. Aha, ich habe dich kommen gehört. Na? Wow, okay, Sheriff, du bist der Hammer. Bis auf das, dass du eben gerade versagt hast. Na? 1, 2 und 3. So, dann haben wir das auch geschafft. Sheriff? Ich folge Ihnen, nach Ihnen. Hier ist übrigens Waffenverbot. Okay, ist offen. Und schusssicheres Glas. Ja, dann gehen wir halt. Hallo! Wow! Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Eine gute Tradition, wie ich finde. Auch wenn Kerzen die ganze Nacht brennen lassen. Naja. Vielleicht nicht das Klügste ist, was man machen kann, aber unter diesen Umständen hier eine kluge Tradition. Und was haben wir hier? Die Predigt zum Sonntag. Schauen wir mal. Oh, was für eine tolle Predigt. Als er die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Ja, eine wunderschöne Predigt. Und die Moral von dieser Predigt ist einfach unverkennbar. Wir sind fast da. So, was haben wir hier? Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar. Durch den Keller. Durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Natürlich, ich habe auch meinen Parkplatz im Keller. Unter der Kirche, also im Kirchenkeller, natürlich. Wo sonst sollte ich meinen Parkplatz haben? Wobei, das ist ja eigentlich nicht ein Parkplatz, sondern... Es ist eigentlich kein Parkplatz, sondern eigentlich ist es ja ein Heliport. Wieso haben die den Heliport unter die Kirche gebaut? Ist das nicht etwas hinderlich beim Starten? Meiner Meinung nach schon, irgendwie. So, jetzt. 1, 2, 3. Haha. Finde ich auch gut, wie viel Schuss der Sheriff absetzen kann, ohne nachzuladen. Finde ich gut. Mag ich gerne. Die ist wahrscheinlich ein Filmheld oder so. Filmhelden müssen ja auch niemals nachladen. Die haben ja quasi so Endless-Magazine. Was haben wir da? Ein Krematorium also. Okay. Eine Kirche mit einem Krematorium. Warum nicht? Gibt ja auch Kirchen mit Friedhöfen. Warum nicht mit Krematorien? Haben Sie den Notruf gewählt? Nein. Wohl das Licht gesehen, hä? Barry? Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung?
Zum Schutz, Mann! Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Okay, naja gut, dann folgen wir der guten Sarah mal. Aha, für Stadtangestellte reserviert. Okay, da dürfen also großteils nur Stadtangestellte beten gehen. Finde ich gut, haben wahrscheinlich eine eigene Religion gegründet. Wer wird denn hier vermisst eigentlich? Eine Katze mit zensierten Augen. Okay. Gut, was haben wir da? Na, Jagdgewehr-Muni, Revolver-Muni. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, alles inspiziert, alles abgesucht. Wir können gehen, Sarah. Wenn Sie bitte vorausgehen würden. Ich bedanke mich sehr. Das Warenhaus von Brightford ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Okay, etwas übertrieben. Ja. Ja, hey, das... ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistkerl. Ich wollte gerade sagen, dass das etwas übertrieben vielleicht ist. So. Ah, jetzt können wir gleich drei Zettel lesen. Sehr, sehr gut. Alice wird vom Dunkel gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Wird es ihm gelingen? Barry auf der Polizeiwache. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Das ist nicht so gut, darum ist er also rausgekommen, Barry im Warenhaus. Von Bright Falls erhob sich Barry wieder und klopfte sich den Staub ab. Neben den Dosen mit den gebackenen Bohnen war ein geschlossener Behälter mit Leuchtpistolen. Und gleich in Reichweite stand eine Tonne mit Brechstangen. Barrys Lächeln wurde breiter, als ihm klar wurde, dass dies die klassische Filmszene war, in der der Held sich bis an die Zähne bewaffnet. Barry ging in der Rolle voll auf. Wie man mitbekommen hat. So. Dann würde ich sagen, wir folgen unserem Lichterketten-Rambo mal auf dem Berg hoch. Natürlich führt Sarah die Gruppe an. Nein, jetzt führen wir wieder. Es ist ein... Wenn dir Schulboss vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Knightsbridge. Und nicht zu uns, Sheriff. Okay, gut. Ich laufe jetzt mal in diese Richtung. Weil es hier nämlich Blendgranaten gibt. Wow. Was willst du denn? Eins, zwei. Sehr gut. Nein, du brauchst mir nicht zur Hilfe kommen. So, zum Hubschrauberlandeplatz gehen. Na, dann gehen wir mal. Ich lade mal nach. Barry hat ja die Leuchtpistole. Es kann gar nichts schief gehen. Er schon wieder. Ja, Barry, es wird Zeit für die Leuchtpistole. Barry? Nein, so ja mal nicht. Ja. Eins, zwei, drei. Ja, genau so wie das, was Sarah sagt. Das, was Sarah sagt. Die anderen sind schon weg. Nur noch er hier. Er hat aber nur eine Axt, der ist weniger gefährlich. Eins, zwei, drei, vier. Und nachladen. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Du hast die Leuchtpistole, du Vollidiot. Die stärkste Waffe in diesem Spiel. Ich meine, ich habe auch eine. Ich will meine Schüsse ja nicht verschwenden, nicht wahr? So, naja dann. Bright Falls Fire Department. Der Helikopter ist gleich davor. Ach ja, da drüben. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen Sie sich. Okay. Ich will die endlich weg. Gut. Warum nicht? Da vorne Ausrüstung.
Sehr gut, Schrotflintenmuni, Blendgranaten, Blendgranaten, Schrotflintenmuni. Ich denke, ich werde auf die Schrotflinte umschalten, da wir gerade ziemlich viel Munition dafür gefunden haben. Licht. So und kaputt. Nein, so nicht. Eins und zwei. Und drei. Nachladen. Ganz kurz. Nur mal so. Ah, ein Kaffee. Ja, jetzt ein Kaffee. Jetzt ein Käffchen. Und eins. Und noch eins. Ach so, der ist ja noch. Der ist ja noch gar nicht. Der ist ja noch gar nicht, nicht wahr? Nein. Und noch einmal. Und da einmal. Und dort einmal. Und du bist auch ein kleiner Vollidiot, eigentlich. Oh, Alter. Okay. So, aber jetzt. Jetzt sind sie alle hinüber. Das finde ich gut. Das mag ich gerne. Was ist hier los? Habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit? Ja, so. Ein bisschen Zeit halt nur. Ja, es folgt noch eine Welle. Okay, gut, dann. Ja, ich bleibe ja am Leben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Du da hinten. Eins, zwei. So, ich lade mal ganz kurz nach. Eins, zwei. Ich habe gesagt, ich lade nach. Und was hat der getan? Gar nichts? Eins, zwei. Eins, zwei. War es das? Ich hoffe. So, alles nehmen, alles nehmen. Nachladen. Batterien brauche ich nicht. Wow, Alter. Was wird das, wenn ich fragen darf? Blendgranaten nehmen. Okay, mache ich. So, ganz kurz Licht machen. Eins, zwei. So. Hier Licht machen. Da drüben Licht machen. So. Und hier nochmal Licht machen. So. Und eins, zwei, drei, vier, was auch immer. Und eins, zwei, da hinten. Ja. Alter! Ja, ihr haut ab, das ist schön. Eins, zwei, drei. So. Ihr haut ab, das ist toll. Ich freue mich sehr. So, ich gehe mal. Tschüss! Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Ja, und ich erst. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren
Und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mein Kopfler. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein. Nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Okay, wieder gegen die Vögel. Wo sind die Vögel? Da oben sind die Vögel. So, kann ich? Ja, natürlich, jetzt habe ich wieder keine Waffe, oder wie? Na toll. Warum legt der Typ seine Waffe ab? Und warum legt der Typ immer die große Taschenlampe ab? Warum? Warum muss das immer sein? Jetzt habe ich wieder diese kleine Bimbo-Taschenlampe hier. Alter. Kann ich hier rein? Ja. Revolver nehmen. Ja, jetzt habe ich wenigstens... Wow, einen Revolver. Boah. Warum ich das Spiel immer wieder auf Null zurücksetzen muss, verstehe ich nicht. Oder auf knapp Null. Ich muss was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Das ist richtig, okay. The darkness was wears her face. Okay, ich schieß mal drauf. Yes. Deputy. Ja, natürlich. Und ich habe keinerlei Waffen mehr, weißt du? Ja, ich habe gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Nur diese kleine Pipifax-Taschenlampe und ein Revolver. Ich meine, das reicht ja auch schon, um sich zu verteidigen, aber... Warum versucht er immer, neben mich zu kommen? Ja, ich, weiß es. Ja, okay, tschüss. Ja. 1, 2, 3, 4, nachladen. 5, nachladen, 6 und tot. So, jetzt einmal komplett nachladen, bitte. Ja, er wirft natürlich auch durch die Hütte. Das ist gar kein Problem für ihn. Alter. Ja, natürlich. Was auch sonst. So. Kann ich jetzt bitte ungestört weiterspielen? So. Ja, jetzt natürlich, ich hätte... Natürlicherweise hätte ich auch einfach ins Licht laufen können. Was mir das Spiel natürlich vorher nicht zeigt, weil ja die Türe, wenn man angegriffen wird, noch so ungefähr so zu ist, wie sie vorher war. Aber es ist ja auch egal. Manchmal ist dieses Spiel, naja, einfach nicht freuenswert. Ich erfinde dafür jetzt einfach mal ein Wort. So, Revolvermuni brauche ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Brauche ich. Das nehme ich mit. Da. Pumpgun. Oh ja. Weißt du, und jetzt bekomme ich meine ganze Ausrüstung wieder zurück. Naja, meine ganze Ausrüstung.
Meine ganzen Blendgranaten sind weg. Die Leuchtpistolen und die ganze Munition dafür ist weg. Alter. Naja. Was soll's? Erstmal Radio hören. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine Ahnung wieso, ist wohl einfach so. Wie auch immer, hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Okay, das war jetzt aber... Wow! Ich finde das übrigens schön. Eins, zwei, drei. Wo ist der andere? Ich dachte, du bist tot.